Besessenheit, Fakt oder Fiktion? Viele Schauspieler, Musiker und Sportler behaupten, dass sie während ihrer Bestleistung von Dämonen besessen werden. I get possessed by the spirits. Roman is a crazy boy who lives in me. Rain Man. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, ein älteres Video von Flex Doku. Das Video heißt Besessenheit, Fakt oder Fiktion. Es geht mal wieder um Hollywood, über Musikindustrie, um den Teufel in Hollywood quasi. Das ist ja quasi so mehr oder weniger das Thema von Flex Doku. Und ich finde das sehr interessant. Ich habe mir gedacht, wir ziehen uns das Video jetzt rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und der Peter geht los, Bro. Let's go. Yo Leute, was geht? Hoffe, alles okay bei euch. Heute gehen wir wieder mal auf sehr interessante Themen ein. Wir gehen auf dämonische Besessenheit in Musik, Film und Sport ein. Besessenheit werden die meisten von euch nur aus Filmen kennen. Doch in der Entertainment-Branche geht das Gerücht rum, dass Leute am Set von Filmen oder vor Konzerten Rituale durchführen, damit sie von Entitäten besessen werden und so besser schauspielern oder singen können. Der Dings hat doch mal LeBron. Da habe ich mal so ein Video gesehen. Mal gucken, ob man das findet, Digga. Wie der aufs Spielfeld gegangen ist. Guck's dir an. Die ganzen Zeichen, Bro. Ja, ich lass das mal so stehen einfach. Viele Schauspieler, Musiker und Sportler behaupten, dass sie während ihrer Bestleistung von Dämonen besessen werden und sie deshalb so krasse Leistungen vollbringen können. Darunter zum Beispiel Denzel Washington, der ganz offen sagt, dass er selber niemals so schauspielern könnte. Oder Jay-Z und Beyoncé, die ebenfalls... Jay-Z und Beyoncé auf jeden Fall. Denzel, Digga, Denzel ist krass, Mann. Ich fühle Denzel eigentlich. Also die Filme auf jeden Fall von Denzel. Ganz offen sagen, dass sie vor ihren Auftritten fühlen, wie etwas in ihren Körper eintritt und die Kontrolle übernimmt. Wir gehen auf eine Entität ein, die sich Rain Man nennt. Es geht ein Gerücht in der Rap-Szene rum, dass viele Rapper durch dämonische Besessenheit ihre Texte schreiben. Noch dazu schauen wir uns eine Methode des Schauspielers an, die sich Method Acting nennt. Und den Schauspieler Heath Ledger, der angeblich nach dem Anwenden dieser Methode umgekommen ist. Außerdem gehen wir auf den Boxer Deontay Wilder ein, der ebenfalls von einem Dämon gesprochen hat, der von ihm Besitz ergreift, wenn er in den Ring steigt. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Before I performed, I raised my hands up and it was kind of the first time I felt something else come into me. It's a well crazy, yeah. Is it like a spirit that comes into you, or what is it? It can be an alter ego. It can be a spirit. You know, it may be an ancestry spirit. I did was got on my knees and sort of communicated with the spirits. I think it is kind of like channeling. It's kind of like a combination of channeling, possession. I get possessed by the spirits. Roman is a crazy boy who lives in me. Okay, das ist halt so, guck mal, wie die reden, Digga, das ist halt schon, das ist halt eine Sache so, Bro. It's a crazy boy who lives in me, Digga. Rain Man. Besessenheit durch Geister ist ein veränderter Bewusstseinszustand und damit verbundene Verhaltensweisen, die angeblich durch die Kontrolle eines menschlichen Körpers durch Geister... Ich sag euch ehrlich, ich habe selber auch schon Dinge erlebt, so damals manchmal, wenn ich Musik gemacht habe und richtig auf Drugs war und Alkohol noch getrunken habe und dann Drill-Vibes mir reingezogen habe und dann Mucke gemacht habe, da habe ich dann auf einmal angefangen, über den Teufel zu reden und so einen Scheiß, weißt du? Ich glaube, man kann sich echt auch für negative Dinge extrem öffnen, wenn man die falschen Dinge tut, weißt du? Und da muss man echt aufpassen. Weil das kann sich nämlich auch gut anfühlen. Du spürst dann so eine Macht, so eine Energy halt, die düster ist, aber die sich gut anfühlt im Endeffekt so. Und ich glaube, das haben viele. So ein UFO 361 zum Beispiel, der ist, glaube ich, auch voll in dieser Scheiße drin so. Gespenster oder Dämon verursacht wird. Das Konzept der Besessenheit durch Geister existiert in vielen Kulturen und Religionen. Vom Islam, Christentum, Judentum, Buddhismus, haitianischer Voodoo, Hinduismus, Wicca und viele weitere.
Je nach kulturellem Kontext, in dem er gefunden wird, kann der Besitz als freiwillig oder unfreiwillig angesehen werden und kann als vorteilhaft oder nachteilig für die Person angesehen werden. Das ist volles diepe Thema. Ist euch eigentlich auch mal aufgefallen, dass der Originalbegriff von Alkohol ja Spirituose ist und dass das Wort Spirit da drin hängt so? Und es gibt auch Theorien, warum das so ist. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn du zum Beispiel Alkohol trinkst, dass du dich öffnest gegenüber komischen Dingen und dass du Dinge tust, die du normalerweise nicht tun würdest, so. Ab einer gewissen Grenze, weißt du? Ist schon krass. Dämonenbesessenheit hier. Genauso auch wie gewisse Drogen, meiner Meinung nach. Das ist keine psychiatrische oder medizinische Diagnose. In der klinischen Psychiatrie werden Trance- und Besessenheitsstörungen jedoch als Zustände, die einen vorübergehenden Verlust des Gefühls der persönlichen Identität und der vollen Wahrnehmung der Umgebung beinhalten, definiert. Menschen, die angeblich von Geistern besessen sind, zeigen manchmal ähnliche Symptome wie bei psychischen Störungen, wie zum Beispiel bei Psychosen, Katatonie, Manie, Tourette-Syndrom. Richtig, einige Kulturen nennen es auch Seelenfresser. Ja, Bro. Ich habe ein Video gesehen, wo jemand gesagt hat, seine Theorie war, dass wenn du Alkohol trinkst, dass deine Seele den Körper quasi verlässt und erst zurückkommt, wenn dein Körper wieder clean ist. Epilepsie oder Schizophrenie? Der Bre Emre sagt, ich glaube, es fühlt sich extra gut an, damit du langfristig dabei bleibst, sonst würdest du es direkt verjagen wollen. Ja, je nachdem auch, was für ein Bewusstseinslevel du hast und nach was du strebst, so weißt du, was dein Streben ist. Bei mir zum Beispiel, als ich dämonische Gedanken hatte, teuflische Gedanken und auch ja, mehr teuflische Dinge getan habe auf jeden Fall, hat sich das für mich nicht gut angefühlt, weil mein Streben eigentlich was anderes ist so. Aber wenn dein Streben rein materialistisch ist, was auch teuflisch ist meiner Meinung nach, dann fühlt sich das gut an, weil du wirst auch mit diesem teuflischen Ding ganz schnell Materialismus bekommen. Das ist halt in unserer heutigen Welt so. Ich weiß ganz genau, wenn ich teuflische Musik machen würde, beziehungsweise solche Dinge auch benutzen würde und weiterhin voll auf Drogen und Alkohol Songs recorden würde und so, das würde heftig ankommen. Ich weiß es ganz genau, weil ich habe eine krasse Stimme, ich habe eine krasse Ausstrahlung und ich habe trotzdem noch das Gute in mir, was die Leute auch erkennen. Aber es fühlt sich am Ende des Tages unterm Strich nicht richtig an, Digga. Das ist mir auch egal, wie viel Geld ich damit verdienen würde oder nicht. Ich will das auf die gute Art und Weise machen. Auf die Art und Weise, die sich göttlich anfühlt, die sich positiv anfühlt. So. Da wird über die Behauptung geredet, dass ein paar Leute in der Entertainment-Branche besessen sind, während sie singen, rappen, schauspielen oder boxen. Und diese Behauptung kommt nicht einfach so. Diese Personen haben es selber erzählt. Sie berichten davon, wie sie vor einem Auftritt spüren, wie etwas in ihren Körper eintritt und die Kontrolle übernimmt. Einer der ersten, die darüber geredet haben, war der Schauspieler Denzel Washington. Krass. Ganz offen gesagt hat, dass er die meisten seiner Szenen selber mit eigener Kraft niemals hätte so spielen können. Er erzählt, wie er, bevor er seine Szene aufnimmt, auf seine Knie geht und anfängt, mit Dämonen zu kommunizieren. Oft finden ganze What the fuck? Im Set statt, wo man versucht, Dämonen zu beschwören, die einen besetzen. Basically what I did was, got on my knees and sort of communicated with the spirits. And when I came out, I was in charge. Powerful scene. Powerful scene. I couldn't have acted that. I couldn't have written that down and made a decision to play that. Oft wird das ist krass, Digga. Eine Methode zum Schauspielern geredet, die sich Method Acting nennt. Die Methode des Method Acting veranlasst die Schauspieler, auf ihre eigenen Erfahrungen und Emotionen zurückzugreifen, um ihre Darbietung der Kunstfertigkeit zu befreien. Und das, was er jetzt gerade sagt, ist auch normal eigentlich. Als Schauspieler musst du halt, und das ist aber für viele im Endeffekt auch nicht wirklich gesund im Nachhinein, das merken viele Schauspieler erst über Jahre, dass wenn die diese Sachen tun, die er jetzt da beschreibt, dass man eigene, also ich habe einen Schauspielerkollegen, der in Hollywood spielt so, und der musste auch weinen zum Beispiel in einem Film und hat dann eigene, das bringt die dem auch am Set natürlich bei, eigene Erfahrungen, die er erlebt hat, dafür benutzt, dass er dann zum Weinen kommt, weißt du? Und das ist halt schon eine Sache, die crazy ist. Und wenn du das über Jahrzehnte machst, so, dann kann das natürlich auch einen Effekt auf deine Persönlichkeit haben, so. Und der hat mir auch zum Beispiel davon berichtet, dass die Leute, die Komödien, also die so Comedy-mäßig unterwegs sind und immer Komödien spielen und da voll krass sind, dass die meisten psychischen Probleme haben, weil die immer den happy, freundlichen, lachenden Comedy-Motherfucker spielen müssen, auch wenn die gerade richtig dunkle Zeiten haben. Und das macht einen im Endeffekt auch kaputt, weißt du? In vielen Fällen replizieren Schauspieler die äußeren Bedingungen ihres Charakters, um sich authentischer zu verhalten.
Zum Beispiel laufen sie ganze Zeit mit dem Outfit der Rolle rum oder schminken sich und tauchen komplett in die Rolle ab. Extrem Praktizierende gehen so weit, dass sie ihre echte Persönlichkeit für die Laufzeit der Dreharbeiten komplett unterdrücken. Das ist halt krass. Du kannst dir ja schon vorstellen, dass das krasse Effekte hat. Für die Länge der Dreharbeiten komplett zu der Rolle werden, die sie spielen. Sie schlafen nur noch wenig und distanzieren sich von Freunden und Familie. Naja, Digga, genau das hat mein Kollege mir berichtet. Oft sind auch Betäubungsmittel im Spiel. Das nicht. Es gibt einen Schauspieler, bei dem behauptet wird, dass das für seinen Tod verantwortlich war. Er soll sich angeblich so in die Rolle reingesteigert haben, dass er am Ende psychische Probleme gekriegt hat. Ja klar, Digga, kann ich mir gut vorstellen. Und zwar Heath Ledger. Er hat den Joker in Batman The Dark Knight gespielt. Der hat sich umgebracht, oder? Erklärte, dass der Joker-Charakter, den er annahm, ein psychopathischer, massenmörderischer, schizophrener Clown ohne Empathie ist. Ledger sagte, dass er während der Rolle nur 2 Stunden pro Tag geschlafen hat. Einige haben vermutet, dass sich Ledger möglicherweise wie Dance... Das Ding ist, ich wäre zum Beispiel auch ein krasser Schauspieler. Ich glaube, ich kann mich voll gut in Menschen reinversetzen und dann auch schauspielen und so, weißt du? Ich könnte das extrem gut, aber wie gesagt, ich glaube langfristig, alles, was mit Öffentlichkeit und Entertainment zu tun hat, wo du dich auf eine gewisse Art und Weise verstellst, kann einen langfristig negativen Effekt auf dich und deine Persönlichkeit haben. So, das merkst du auch bei den ganzen Leuten, die in der Entertainment-Branche stattfinden, so. Das macht dich kaputt mit der Zeit, warte. Das Ding ist auch, die meisten Künstler, die ihr kennt, die meisten Rapper und die meisten Leute, die in der Entertainment-Branche stattfinden, so, die sind auch Schauspieler, weißt du, auch Rapper und so. Die spielen euch was vor, beziehungsweise die machen die Dinge, die bei euch gut ankommen. Und das hat langfristig einen Effekt auf deine Persönlichkeit, auch YouTuber zum Beispiel. Ich habe das auch gemerkt bei mir. Deswegen bin ich ja auch so einer, der immer wieder andere Dinge tut, weil ich merke, dass das mir menschlich und meiner Seele so am besten tut, wenn ich die Dinge mache und die Dinge verfolge, die ich auch wirklich machen möchte und nicht nur mich anpasse dem gegenüber, was ankommt, was Geld bringt und was Zuschauer von mir sehen wollen. Das ist halt voll der schmale Grat, sag ich mal, weißt du? Weil das macht dich langfristig kaputt. Ich kenne das, Digga. Ich kenne viele Leute, die YouTuber sind, Rapper sind, Schauspieler sind. Ich kenne diese ganzen Leute, weißt du? Und ich sage euch, dass viele von denen hinter den Kulissen ganz harte Persönlichkeitsprobleme haben, so. Ganz hart und immer diese Bestätigung von der Öffentlichkeit suchen und so und sich nicht auf sich selbst konzentrieren und nicht mit sich selbst in Verbindung stehen und versuchen, ihrem Herzen, ihrer Seele zu folgen, sondern sie folgen dem Entertainment quasi, dem Materialismus, dem Geld, dem Fame, der Aufmerksamkeit, und das macht dich halt langfristig kaputt. So, deswegen, da die Balance zu halten, ist nicht einfach, auch für mich persönlich, sage ich euch so, wie es ist. ...einem dämonischen Wesen geöffnet hat, um den Joker besser darstellen zu können. Für Geld und Content wärst du safe nicht so spirituell unterwegs. Nee. Und das Ding ist, was viele Leute nicht verstehen, ist, dass ich das bewusst mache, so, weißt du? Weil Leute kommen manchmal und sagen, boah, mach mal wieder wie früher oder mach mal so oder bei dir läuft nicht mehr oder diese ganzen Sachen und so. Und die verstehen aber nicht, dass ich halt, ich stelle halt mittlerweile durch die spirituelle Entwicklung auch Dinge über den Fame und über das Geld, was ich damit verdiene. Ich stelle meine seelische Gesundheit und die Verbindung mit mir selber und mit meinem höheren Ich über diese ganzen Sachen, so. Das heißt, ich würde auch einfach, wenn ich fühle, ich muss jetzt verschwinden, würde ich auch einfach verschwinden. Oder wenn ich fühle, ich kann diese Art von Content nicht mehr machen, dann mache ich das einfach nicht mehr, so. Und ich vertraue halt in Gott quasi. Ja, ich vertraue in Gott, dass wenn ich meinem Herzen folge und wenn ich dem folge, was meine Seele mir sagt und mein höheres Ich so, dass ich auch immer beschützt sein werde. Vielleicht werde ich kein 8-facher Millionär oder Milliardär oder was auch immer so und habe keine Millionenreichweite mehr, aber ich bin wenigstens halt in touch with myself, so, weißt du? Ledger schien von der Rolle so gequält zu sein, dass er der Times sagte, ich konnte nicht mehr aufhören zu denken. Mein Körper war erschöpft, aber die Gedanken rasten weiter. Er brauchte verschiedene Substanzen, damit er die Unruhe seiner Rolle in den Griff kriegt. Trotz alledem hat seine Schwester nach seinem Tod gesagt, dass diese Behauptung nicht stimmt. What was Heath Ledger like to work with? Our scene together in the hospital. I was in the hospital bed that day and got in the bed and they were lighting and Chris was... Ihr müsst so überlegen, und das ist wirklich Fact, so. Es ging, also... Boah, das ist ein hartes Statement, Digga. Aber umso mehr ich nicht die Sachen gemacht habe, die mir seelisch gut tun, sondern eher seelisch in die teuflische Richtung reingehen, umso besser funktioniert die Person des öffentlichen Lebens. Umso abgefuckter... Digga, umso mehr ich auch Drugs und Alkohol und diese ganzen Sachen gemacht habe, so, umso besser hat der Content funktioniert, so.
Warum auch immer, aber irgendwie ist das so, Digga. Umso mehr du dem Teufelchen folgst, umso besser funktionierst du gerade in dieser Branche. I don't know why, aber es ist so. Around and doing things, and then Heath came around, and Heath was always in character. So he would come around and, you know, be talking to himself in the corner, like this. And then he would krass. Come up. I was laying there and I was watching him the whole time. And he came up and would walk around me like this. And I would watch him and I would watch him. He'd walk around the hospital bed like this. I'd watch him. Didn't say anything for maybe an hour. He would walk around. And then we'd watch him and then he'd start saying his lines. Viele Schauspieler sollen Heath Ledger vor der Rolle gewarnt haben. Heath Ledger starb, bevor der Film veröffentlicht wurde, in seinem Hotel. Das ist crazy. Eine Überdosis. Noch bevor der Film veröffentlicht wurde? Einige Menschen erkennen die dunkle, spirituelle Seite des Schauspielers, die den ganzen Weg zurück ins griechische Theater geht. Es wurde angenommen, dass die besten Schauspieler des griechischen Theaters buchstäblich von den Entitäten besessen waren, die sie auf der Bühne gespielt haben. Viele Okkultisten wie Aleister Crowley lehrten, dass die Schauspielerei und Kelp. Die Annahme der Rolle eines bestimmten Dämons der schnellste Weg sei, um mit einer dämonischen Entität in Kontakt zu kommen. Viele Schauspieler und Schauspielerinnen haben ihren Erfolg dem Besitz einer krass, guck mal, geistigen Kraft zugeschrieben. Mm. Denzel Washington und Heath Ledger. Auch Robin Williams behauptete, dass er beim Schauspielern besessen wird. Talking about crystals and channeling and all that. Where do you think your blessings come from? I mean, or do you think you're blessed? Because everybody says. I think it is kind of like channeling. It's kind of like a combination of channeling, possession. I don't know. When you get into a character, it is like I'm not that something happens that you don't know where, but it seems to be passing. Yeah. Do you think you're blessed? Or oh, where, yeah. Where yeah. does all this come Touched. From? Touched. You know it. I don't, you know, try and claim. Oh yes, it's all mine. It comes through. Oprah Winfrey hat ebenfalls behauptet, dass sie Kerzen anzündet und dann Geister bittet, sie zu besetzen. Die ist auch drin, ja. Sie besser schauspielen kann. Digga, das ist ja krass, Bro. Ich hoffe, mein damaliger Kollege, der auch in Hollywood gelandet ist, hat mit so einer Scheiße nichts zu tun, ich schwör dir. Weil der war eine gute Seele auf jeden Fall, weißt du? Wir haben leider keinen Kontakt mehr, aber ich hoffe, dass er, keine Ahnung, hat, dass ich irgendwie von dem Scheiß fernhalten kann. Sie sagte, ich habe versucht, mich zu lehren und mich vom Geist von Seth bewohnen zu lassen. Der Regisseur Jonathan Demme, der den Film Beloved drehte, in dem Oprah mitgespielt hat, sagte über Oprah, dass es ihr Ziel und ihre Absicht war, den Geist von Margaret Garner zu kanalisieren. Matrix-Star Keanu Reeves erklärte, dass er versucht, sich mit seiner Muse zu verbinden und bei der Schauspielerei oft das geht, was er als Dämonenfahrt bezeichnete. Johnny Depp hat behauptet, dass er von einer Vielzahl von Dämonen besessen ist. In der Schauspielerszene und in Hollywood generell sind Geister keine Fiktion. Nicht nur in der Schauspielerei gibt es Besessenheit. Sogar in der Musik und im Sport. In der Musikindustrie geht der Name einer Entität rum, die sich Rain Man nennt. Und der schon auf vielen Tracks erwähnt wurde. Das ist auch krass, Alter. Ich weiß nicht, irgendwie als ich auch angefangen habe mit Mucke und so, dass man automatisch gehst du in diese Richtungen rein. So, ich habe automatisch komische Sachen gesagt, auch mit Seele und Seele verloren und diese ganzen. Also für Leute, die zugehört haben, die haben das gehört, so. Weißt du? Auch bei Sonne zum Beispiel. Ja. Da habe ich teilweise Sätze rausgehört. Das ist auch ein Grund, warum ich viele Songs, die ich gemacht habe, nicht veröffentlicht habe. Weil ich in diesem Zwiespalt drin bin. So. Weil ich in diesem Zwiespalt drin war und auch nicht mehr so krass bin, weil ich die richtige Seite immer mehr gefunden habe und da immer mehr gefestigt bin. So. Aber das zieht dich automatisch in diese komischen Energies rein, ja? Jay-Z zum Beispiel behauptet, dass er oft in einen Trance-ähnlichen... Vor allem, wenn du bestimmte Art von Musik machst, glaube ich so. Ich glaube zum Beispiel Reggae ist für mich eine safe Geschichte. Es fällt mir schwer, Reggae zu machen, weil ich noch nie auf so Beats gerappt habe und so. Aber das wäre so eine Sache, das ist eigentlich auch Ziel. So. Also mein Ziel ist es irgendwann, die herzliche, gute, positive Message in Musik zu verpacken, so weißt du? Das Gute, Bro. Immer noch mit Vibe, gute Energy und so, aber keinen dämonischen Shit da mehr durchzulassen. Zustand kommt, wo ihm aus dem Nichts Sachen einfallen. Früher hat er wie jeder Rapper normal seine Texte geschrieben. Doch er schreibt keine Texte mehr, sondern geht einfach, wie er sagt, in das sogenannte Rain Man Ding. Like I try to figure it out, you know, figure out what I'm gonna say on it, figure out the emotion of the track, what it's saying. And I go through my Rain Man. Like I used to write all the time, you know, before I start going into the Rain Man thing, you know. I get possessed by the spirits. I get possessed by the spirits, bruv. Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? Level of fame, my soul is possessed by this devil. My new name is Rain Man.
Sie huldigen sozusagen diesen Dämon God damn. Ihrer Musik und kriegen dann in Form von Eingebung von Texten ihre Hilfe. Der Dämon von Beyoncé heißt zum Beispiel Sasha Fierce. Sie berichtet davon, wie sie vor einem Auftritt fühlt, wie ein Dämon Besitz von ihr ergreift und sozusagen die Arbeit für sie macht. Sie sagt zum Beispiel, es gibt bestimmte Tonhöhen, die sie erst gar nicht im klaren Zustand singen kann. Dieser Dämon erlaubt ihr Sachen zu vollbringen, die sie sonst nicht hinkriegen würde. But then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. And I remember right before I performed, I raised my hands up and it was kind of the first time I felt something else come into me. And I knew that was gonna be my coming out night. Eine weitere Person ist Nicki Minaj, die ebenfalls von einem Dämon redet, der von ihr Besitz ergriffen hat. Es gibt Aufnahmen von ihr, die sehr verwirrend sind. Sie beschreibt ihre andere Persönlichkeit und wechselt auf einmal komplett den Gefühlszustand. Sie nennt ihren Dämon Roman. Sie behauptet, Digga, die sind doch am Arsch, Bro. Das ist krass, dass sie so öffentlich darüber auch geredet haben, ja? Dass diese Persönlichkeit erst vor kurzem Besitz von ihr ergriffen hat. Sie sagt, er ist aus Wut entstanden. Leute haben ihn heraufbeschworen und nun will er nicht mehr gehen. Digga. Is a crazy boy. Digga, die sind... Boah, Digga. Who lives in me. And he says... Bruv, Digga, dass keiner denen mal hilft, so weißt du, wie ich meine? Die brauchen doch einfach, die brauchen Liebe, ja? So. Das Kranke ist ja dabei, dass das noch gefüttert wird in der Industrie und von den Leuten, die sagen dann, ja krass und so geil, hol den öfter raus, Mann. Die Songs sind heftig und so. Mach weiter, Digga, hier Contract, bla bla bla. Things that I don't want to say. He was born, you know, just a few months ago. Ja, jeder, der ein bisschen bewusst ist, Digga, merkt, dass die einfach, die braucht Hilfe, die braucht Liebe, Bro. Die muss mal in den Dschungel kommen, mal ein bisschen fasten, Digga, meditieren, Yoga machen, mal aufhören mit Drogen, Alkohol und diesem ganzen teuflischen Scheiß, Digga. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. So he bashes everyone. He threatens to beat people and he's violent. That must be nice to have, like, an ignorant loudmouth who you... Das muss schön sein, ein ignorantes Großmal zu haben, dem man die Schuld für alles geben kann. Just sort of blame every... He wants to be blamed. Fuck. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have blamed him out. People conjured him up. Now he won't leave. Ein weiterer sehr interessanter Fall kommt von dem Boxer Deontay Wilder, der vor circa 4 Jahren bei einem Gespräch mit Tyson Fury ebenfalls von einem Dämon geredet hat, der von ihm Tyson Fury wild, Digga, heftiger Boxer zergriffen hat. Er sagte zu Tyson Fury, du blickst gerade nicht Deontay Wilder in die Augen, sondern dem Bronzebomber. Der Bronzebomber ist sein Spitzname. Aber das Merkwürdige kam danach. Als Tyson Fury ihn fragt, ob das ein alter Ego ist, antwortete er, ein alter Ego, ein Spirit, also ein Geist oder ein Ahnengeist, er weiß es nicht. Alles hat den Anschein, als ob er genau wie die anderen Personen einen Dämon meint, der von ihm Besitz ergreift, wenn er seine Höchstleistung geben muss. You're not gonna be talking to Deontay Wilder. You're not gonna be looking in the eyes of Deontay Wilder. Die beschwören halt negative Dämonen und Spirits und so herauf, Digga, so ekelhafte, weißt du? Teuflische. Ich glaube, das gleiche geht auch mit guten Sachen so, weißt du, wenn du viel betest, viel meditierst und das Göttliche durch dich durchfließen lässt, Digga, dann kannst du auf einmal richtig gute Sachen machen und Liebe verbreiten und ja, das Gute auf der Welt nach vorne bringen, aber die machen sich halt auf für diese negativen Spirits und diese abgefuckten Teufelssachen so, weißt du, das ist krass. You're gonna be looking in the eyes of the bronze bomber. You're gonna feel him as well too, just like the feeling that you feel him now. Is that like an alter ego or something? Or is it a... Aber durch Liebe wird man nicht rich und das ist alles, was die interessiert. No, I mean, doch, Digga, rich from the inside, Digga. Was bedeutet rich sein, Digga? Weißt du, wie ich meine? Was bedeutet das, Digga? Das ist Definitionssache für mich persönlich. It can be an alter ego, it can be a spirit, you know, it may be an ancestry spirit.
Who knows? I'm part Nigerian as well, I don't too. Believe in all that stuff at well, all. I do. Because if God is with me, nobody can be against me. And facts, bro. Bisschen Gänsehaut, Tyson. Fühl ich. Or entering spirits and stuff into your body. You can't win. You've already lost. You can't beat me. Was denkt ihr über diese Themen? Glaubt, wer hat gewonnen, Digga? Wer hat gewonnen? Das Dämonen existiert. Bester Mann, Digga, Tyson, fühl ich. Oder was reden diese Leute? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Heftig, Mann, Alter. Das war irgendwie deep, ne? Irgendwie war deep, Alter. Fury hat den rasiert. So, warum wohl, Digga? Oh, das war irgendwie deep, ne? Hat mich irgendwie, Alter... Dass ich selber auch schon solche Erfahrungen gemacht habe und so. Krass, Digga. Flex-Dokus sind immer gut. Ich liebe euch, Freunde. Eure Gedanken dazu. Ich habe viel auch persönliche Sachen erzählt. Mal gucken, inwiefern. Ja, schreibt einfach mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.